hab eine Nachricht bekommen. Ich hab eine Nachricht bekommen. 1673 Menschen werden pro Tag Millionär. Ich saß dann so bei mir zu Haus und hab dann so bei mir gedacht, mit Millionär, vielleicht ist das gar nicht so schwer. Dann hab ich Fernsehen geschaut, dann hab ich Fernsehen geschaut und gesehen, wie eine reiche Familie sich eine Villa baut. Und 1673 Menschen haben gedacht, irgendwann sind auch sie gleiche. Und die reiche Familie im Fernsehen wurde noch ein bisschen reicher. Ich bin um die Alster gegangen. Ich bin um die Alster gegangen. Da waren 1673 Villen, die sahen nach Millionen aus. Doch es wurden keine Millionen, sondern nur eine Kleinfamilie im Haus. Ich bin durch die City gefahren. Ich bin durch die City gefahren und 1673 SUVs haben sie verstopft und Abgase in die Luft geblasen. Darin 1673 Menschen hinter getönten Scheiben. Sie wollten unerkannt bleiben. Ich hab in der Passage gestanden. Ich hab in der Passage gestanden, da lagen 1673 Obdachlose, die nirgendwo eine Bleibe fanden. Die brauchen keine Villa und kein Sakko mit Echtgoldknopf, die brauchen nur ein Dach überm Kopf. Auf dem Bildschirm dahinter lief eine Charity-Sendung und daneben ein Bericht über eine Zwangsfändung. Auf dem Bildschirm dahinter lief eine Charity-Sendung und daneben ein Bericht über eine Zwangsfindung. Ich saß dann so bei mir zu Haus und hab dann so bei mir gedacht, es wäre besser, wenn niemand 1673 Menschen täglich zu Millionären macht. Dann hab ich die Nachricht gelöscht, es war Junk und bitter gelocht. Ich litt unter der sozialen Kälte und so nahm ich erstmal ein heißes Bad und dachte, ob man Millionen verdient, zeigt sich erst, wenn man sie hat. Ja, das, was man dahinter mir sieht, sind zum Glück nur meine Camping-Sachen. Und damit habe ich verdammtes Glück, das weiß ich auch, wenn man so die Welt so anschaut. Wenn ihr auch so verdammtes Glück habt, ja, ich wollte einfach mal loswerden. Es gibt sowas wie Hinz und Kunst zum Beispiel in Hamburg, die Obdachlosenmagazine verkaufen. Die freuen sich auch ganz normal über Spenden, kann man auch einfach so hin spenden, wenn man was über hat. Und gerade gibt es ein Café von den Clubkindern, ein Wintercafé. Wenn ihr noch Sachen habt, die da einfach mal vorbeibringen, den Rest packe ich in die Kommentare. Genau, weil letztendlich, wenn man sich mal so umschaut, es gab ja gerade Diskussionen mit der Essener Tafel. Ja, man denkt so, in so einem reichen Land wie Deutschland so eine Diskussion zu führen, ist einfach nur total absurd. Das Problem ist nicht Flüchtlinge versus Obdachlose. Das Problem liegt ganz woanders, sage ich mal, wenn man mal um die Alster rumfährt. Würde vermutlich eine einzige Alstervilla reichen, um einen Großteil der Obdachlosen Hamburgs unterzubringen. Ja, wäre doch mal was. Alstervillen zu Obdachlosenheim. Das wäre meine politische Forderung für heute. Genau, da das nicht durchsetzbar ist, vielleicht für den Anfang. Genau. Hinz und Kunz und auch die Clubkinder überhaupt freuen sich über Spenden. Erstmal in Hamburg, natürlich auch in allen anderen Städten. Nicht wahr? Deutschland ist ja groß. Und